Am 7. Januar eröffnete in der Sparkasse Parchim-Lübs die Ausstellung des international gefeierten Malers Valeri Bigdai. In seinem Geburtsland Kirgisien war er einst als großer Künstler bekannt. Nach der Wende musste Bigdai nach Russland ziehen. Seit einem Jahr nun lebt und wirkt der 66-Jährige in der historischen Ziegelei Benzin. Die Gemälde der Ausstellung präsentieren Eindrücke einer Europareise des Malers. Ihr realistischer Stil birgt Einflüsse des russischen Altmeisters Ilja Repin. Und auch von der Landschaft Mecklenburgs ließ sich Bigdai inspirieren. Die Ähnlichkeit besteht vor allem in der Weite. In der Nähe von Moskau findet man Ähnliches wie hier. Offene Weite, große und kleine Wälder. Es ist vor allem aber das Gefühl eines riesigen Raumes. Deutschland ist zwar von der Größe mit Russland nicht zu vergleichen, doch hier ist das Raumgefühl wirklich grandios. Für die Sparkasse Parchim-Lübs ist diese Ausstellung ebenfalls ein besonderes Debüt. Das erste Mal präsentiert hier ein international bekannter Künstler seine Werke. Es ist ja mittlerweile die 81. Vernissage, die hier stattfindet, seit 1996, seitdem sich die Sparkasse hier in diesem Gebäude befindet. In aller Regel ist es eher als Forum gedacht für Künstler aus der Region, für einheimische Künstler, ihre Werke zu zeigen. Aber um das Ganze zu bereichern, natürlich auch gerne Künstler mit internationalem Hintergrund wie Herrn Bigdai. Die Ausstellung von Valeri Bigdai kann noch bis Ende März in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Parchim-Lübs besichtigt werden. Hoher Besuch bei der neu errichteten russisch-orthodoxen Kirche auf dem Dresch. Die Justizministerin des Landes, Uta Maria Kuder, erschien am Dienstag als die erste Vertreterin der Landesregierung vor dem Altar des einzigartigen Gotteshauses aus Holz. Mit dieser Station endete die sogenannte Adventstour der Justizministerin mit zahlreichen Besuchen bei den christlichen Gemeinden im ganzen Land. Das gemütliche Zuhause für rund 100 Gläubige aus Schwerin hat auch Uta Maria Kuder beeindruckt. Als Ministerin und auch als Vertreterin der christlichen Demokraten. Für mich ist das Betreten einer Kirche immer was Besonderes, weil es ist für mich auch ein heiliger Ort. Und jetzt hier in dieser orthodoxen Kirche, das ist im Übrigen die erste orthodoxe Kirche, die ich betreten habe, zu sein, ist auch was ganz Besonderes. Weil man hört ja auch und liest von der Pracht, die orthodoxe Kirchen haben. Und ich finde das ja wunderbar, wie es hier in Schwerin, in dieser schönen Holzkirche gelungen ist, diese Pracht auch rüberzubringen. Für den Hirten der kleinen Schweriner Gemeinde, Vater Dionysik, hat dieser Tag eine klare symbolische Bedeutung. Für mich bedeutet es eine Anerkennung. Anerkennung der Stadt, dass wir hier sind. Wir werden quasi aufgenommen von der ganzen Öffentlichkeit. Von unseren Gemeindemitgliedern sind wir schon aufgenommen, von den Leuten her. Ja, aber jetzt auch mal von der Stadt. Und für mich ist es auch symbolträchtig. Symbolträchtig, dass wir weiterhin hier arbeiten können, dass wir weiterhin hier bleiben können und weiter hier unsere Orthodoxie erleben dürfen. Am 19. Januar um 13 Uhr findet eine traditionelle orthodoxe Taufe am Zippendorfer Strand statt. Ganz Mutige können sich dabei in den vorher gesegneten Gewässern des Schweriner Sees auf biblische Art taufen lassen. Seit 15 Jahren ist der Landkreis Nordwestmecklenburg mit einem eigenen Stand auf der Grünen Woche vertreten. Rekord für Mecklenburg-Vorpommern, das sich in diesem Jahr mit fast 60 Partnerunternehmen auf der Verbrauchermesse präsentieren wird. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn vom 18. bis zum 27. Januar findet die Messe in Berlin statt. Sie ist ein wichtiges Forum, um für die anstehende Tourismussaison 2013 zu werben. Eine Investition in die Zukunft. Wenn ich dahin fahre, um rechenbar Ware zu verkaufen, dass ich meine Kosten rein habe, das mit Sicherheit nicht. Aber es ist insgesamt der Bekanntheitsgrad, den ich damit wesentlich verbessern kann. Ich kann auf meine Produkte aufmerksam machen, ich kann auf die Region aufmerksam machen. Und ich glaube, da hat jeder Aussteller da sein positives Feedback von den Gästen und Kunden bekommen, auch im Nachhinein. Highlight für Mecklenburg-Vorpommern wird der 20. Januar. Dann ist Ländertag in Halle 5-2b, wo sich unser Bundesland präsentiert.